So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Cities Skylines. Hier zurück in Dummsdorf, da wo es schon wieder brennt im Industriegebiet und gleich die gesamte Brigade der Feuerwehr Dummsdorfs im Einsatz ist. Wie immer sozusagen. Ja, Freunde, was sollen wir in dieser Folge machen? Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Der Bedarf an allen Gebieten ist relativ hoch, die Stadt ist immer noch am Wachsen, wir nehmen genug Geld ein, es floriert, es wächst, es läuft. Wir können mal ganz kurz auf die Verkehrslage in Dummsdorf gucken. Dann haben wir immer noch hier diese Kreuzung des Todes, die uns ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, aber ich habe eine kleine Idee, ne? Ich habe eine kleine Idee gehabt, dass wir eventuell, was haben wir hier eigentlich, zweispurige Straße, Einbahnstraße. Ich denke, wir müssten eigentlich mit Einbahnstraßen arbeiten, um den Verkehr ein bisschen umzuleiten. Aber dazu bin ich zurzeit einfach noch zu dumm. Ich wollte nämlich hier mal eine Straßenverbindung hinbauen, um zu sehen, ob diese auch genutzt wird. Und es sieht so aus, als würde keine Sau diese verwenden. Zumindest erstmal nicht. Die wollen alle hier lang. Die wollen alle hier lang. Ah, das ist blöd, die Stelle hier. Jetzt fahren ein paar Leute lang. Vielleicht entlastet diese Straße ein bisschen unser Netz. Mal sehen. Was sagt denn Twitter? Versandhandel-Babys jetzt verfügbar. Suchen Sie selbst die besten Gene raus. Kostenloser Versand. Babys overnight. Okay, okay, okay. I understand. So. Überall brennt. Hier haben wir schon langsam ein Müllproblem. Das ist natürlich toll. Oh. Die Mülldeponie ist voll. Die Mülldeponie ist voll. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir jetzt schleunigst mal noch eine neue bauen. Muss an der Straße gebaut sein. Wir machen mal Folgendes. Ich baue hier mal eine Straße an. So, und hier machen wir mal ein bisschen. Brennt es auch schon wieder überall. Hier machen wir mal ein bisschen Müll hin. So. Da soll das Industriegebiet mal ein bisschen vom Müll entlastet werden. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, hier haben wir ein kleines Müllproblem. Im normalen Haushalten, in den Wohnvierteln sieht es relativ angenehm aus, was Müll angeht. Aber hier ist halt ein bisschen. Ja, hier ballt sich's halt ein bisschen. Logischerweise im Industrieviertel. Da wird immer ein bisschen mehr Müll anfallen. Das ist, glaube ich, völlig normal. So, da gehen die Bläschen auch schon weg. Der Müll ist erstmal gehandelt. Wir brauchen aber definitiv irgendwann mal das hier. Die Müllverbrennungsanlage. Die kriegen wir schon bei 6500 Einwohnern. Das ist jetzt sogar ein erreichbares Ziel. Oh, was haben wir denn hier? Ein richtiges Krankenhaus können wir jetzt bauen. Ein richtiges Krankenhaus. Das ist natürlich auch nice. Das baue ich einfach mal hier hin. Das tut der Gesamtgesundheit sehr viel Gutes. Feuerwehr haben wir genug. Polizei. Haben wir zwei Wachen. Das reicht auch aus. Bildung. Ach hier, das haben wir noch nicht. Eine Oberschule. Die können wir uns natürlich auch schon leisten. Die bauen wir natürlich sofort. Ich würde sagen, hier hin. Zack. Gehen unsere kompletten Bürger zu dieser Oberschule. Sehr schön. Da haben wir doch schon wieder ein bisschen was für unsere Stadt getan. So, wie hat sich denn unser Verkehr entwickelt? Die Straße hier scheint gar nichts zu bringen. Ne. Das bringt null. Das bringt einfach null. Wir müssen uns hier unbedingt irgendwas einfallen lassen. Hier ballert sich's. Dann machen wir hier. Moment. Wir machen wieder einen sinnlos Kreisverkehr. Ich habe da schon eine Idee, wie wir das machen. Hier einfach in die Mitte setzen wir so einen kleinen, sinnlosen, dummen Kreisverkehr. Ach, der ist wieder zu groß. Das ist so schön. Einfach. Das ist einfach toll. Scheiße. Scheiße. Gibt's denn nicht auch noch ein bisschen in kleiner?
Das ist ein großer Kreisverkehr. Wo haben wir denn hier die kleinen Sachen? Kreuzung. Das war nicht mein Plan. Entschuldigung. Das wollte ich gerne wieder abreißen. So. Kleiner Kreisverkehr, warum gibt's den nicht mehr? Ach, hier. Hier ist er ja. Das habe ich gesucht. Ich kann vielleicht die Oberschule nochmal verschieben. Vielleicht. Wie sie nirgendwo hinpasst. Vielleicht hier hin. Oh. Na, mal sehen. Mal sehen, wie das alles funktioniert. Ich baue jetzt auf jeden Fall hier noch den Kreisverkehr hin. Ich habe zwar keinen Plan. Das wird wieder nichts bringen. Aber es ist glaube ich, nicht so schlimm. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Es ist die erste Stadt. Da werden einfach mal sinnlose Kreisverkehre gebaut. Warum auch nicht? So. Mal gucken, ob das irgendwas macht. Wie sieht denn unsere Gebietsverteilung jetzt aus? Können wir ein bisschen Wohngebiet anbauen? Damit sich hier noch ein paar Leute niederlassen können. So. Jetzt haben wir hier den nächsten... Oh Gott. Jetzt haben wir hier direkt den nächsten Stau erzeugt. Aber ich glaube, die roten Bereiche sind ein bisschen, oder? Ein bisschen kleiner sind sie, glaube ich, geworden. Also ein bisschen heller, auf jeden Fall. Nicht mehr ganz so tief rot. Ich glaube, so ein Kreisverkehr hat doch was... bisschen was gebracht. Ja, definitiv. Das hat definitiv was gebracht. So. Was machen wir jetzt? Was haben wir noch? Hier können wir noch nichts bauen. Ah, so eine Parkanlage. Das kommt doch immer cool. Was haben wir hier? Ein Hundepark. Ein großer Spielplatz für die Kiddies. Den können wir doch auch hier anbauen, oder? Lass hier mal einen Spielplatz bauen. Und ein Hundepark. Ein Hundepark. Hier hin. Was ist das? Ein japanischer Garten. Den machen wir hier hin. Ein Park mit Bäumen. Den hätte ich gerne hier. So. Da haben wir noch ein bisschen was für das Allgemeinwohl getan. Was haben wir hier? Ein Wasserproblem. Ja, natürlich haben wir hier ein Wasserproblem. Das war ja völlig klar. Ich muss sagen, Dummsdorf entwickelt sich prächtig. Muss man einfach so zugeben. Der Verkehr wirkt auch sehr entlastet. Kreisverkehre scheinen wirklich ziemlich viel zu bringen. So, Gewerbegebiete sind gefordert. Sieht man hier. Mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Da würde ich sagen, da bauen wir mal an, oder? Da bauen wir eventuell mal was an. Weil ich will jetzt nicht mehr hier so viel in die Stadt rein zwingen. Obwohl, man könnte hier vielleicht ein kleines Gewerbegebiet hinbasteln. Hier so. Ja, machen wir mal ein Gewerbegebiet. Da haben die hier in Dings, in Perlnögel auch ein bisschen was zu kaufen. Warum denn auch nicht? So. Dann machen wir hier noch ein Gewerbe mitten im Kreisverkehr. So. Dann machen wir auch noch eine Einkaufsmeile hin. Gut. Da würde ich sagen, wir lassen das erstmal ein bisschen laufen hier im Fast Forward. Also sieht aus wie ein Ameisen. Wie eine Ameisenfarm, ne? Hier alles rumkreucht. Geil. Ah, jetzt haben wir einen Bevölkerungszuwachs. Das ist sehr gut.
Die Einnahmen sind ein bisschen gesunken. Wir hatten auf jeden Fall mal mehr, aber es scheint auch wieder zu steigen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, Dummsdorf läuft. Die Polizei bietet keine Lagerräume mit sicheren Türen zum Mieter an. Ach, Kleine. Wählen Sie für weitere, ich kann das immer gar nicht so schnell lesen, weitere Informationen 110. Das würde ich, glaube ich, eher anlassen. Wie sieht denn unsere Stromauslastung aus? Sind wir gerade im... Ja, wir produzieren so viel, wie wir verbrauchen. Das hält sich in einem ganz guten Mittelmaß. Da brauchen wir erstmal nicht... Oh. Da brauchen wir erstmal nicht irgendwas machen. Ja, jetzt haben wir hier Einnahmenzuwachs. Ich würde das erstmal dumpern lassen. Ich würde die Stadt erstmal laufen lassen. Ist schon nice, ey. Also es läuft. Jetzt wollen wieder Leute, jetzt wollen wieder richtig Leute hier wohnen. Da würde ich gleich sagen. Alter, wie groß wir hier die Stadt noch bauen können, ne? Das ist so unmenschlich einfach. Einzigartige Gebäude, da haben wir auch noch nichts. Können wir noch nichts bauen. Das machen wir aber alles noch. Ich würde sagen, wir bauen mal noch was richtig Geiles. Wir bauen gleich hier vorne mal noch... ...ein Wohngebiet hin. Bestehend aus Kreisverkehren. So. So, genau. So wollte ich das. Jetzt brauchen wir noch normale Straßen. Machen hier eine Verbindung hin. Zum Perlenhügel eine Verbindung. Dann hier dazwischen eine Verbindung. Verbindung zur Hauptstraße noch. Da machen wir noch eine kleine richtige Kreuzung draus. Das sieht sehr verwirrend aus, aber ich find's cool. Wir lassen das jetzt so. Zack. Zack. Jetzt haben wir hier noch zwei Straßen, die unbelegt sind. Aber an diese beiden großen Zipfel, obwohl wir machen hier einfach Folgendes. Da wird jetzt richtig Wohngebiet draus. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie euch das gefällt hier, Freunde, ob euch die Stadt so zusagt. Ich weiß, ich bin jetzt hier nicht der allergrößte Profi, ich habe eigentlich von diesem Spiel überhaupt keine Ahnung. Aber ich gebe mein Bestes. Um mir eine einigermaßen zumindest optisch gelungene Stadt zu bauen. Guten Morgen zusammen, was für ein schöner Sonnenaufgang. Paradise on Earth. Die Meldungen wiederholen sich langsam. Ach so, Moment. Jetzt müssen wir ja erstmal für die Strom- und Wasserversorgung sorgen. Das ist völlig klar, das ist völlig richtig so. Ich baue hier einen Scheiß. So. Haben wir noch Geld? Wir haben noch Geld. Das ist das logischste Wassernetz, was je eine Stadt gesehen hat. Hier noch ein Abzweig. So, jetzt ist das mit Wasser versorgt. Strom ist natürlich hier auch ein bisschen Mangelware, aber das ist kein Problem. Ich denke mal, wenn sich hier Leute ansiedeln, wird sich das irgendwann von selbst klären, hoffe ich. Wie gesagt, hoffe ich. Das lässt ja alles ein bisschen auf sich warten, ne? Wir machen mal Folgendes. Das schadet ja keinem, wenn wir jetzt hier einfach mal... Oh Gott, wir können es uns nicht leisten. 6000, da müssen wir jetzt noch einen ganz kleinen Moment warten.
So, Strom. Mal hier noch ein Windrad hin. So. Moment. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Das haut hier noch nicht so richtig hin. Können wir das verschieben? So. Wir haben nicht genügend Geld zum Verschieben. Alter Schwede. Wir sind in dem Miesen. Das ist gar nicht gut. Aber wir müssen erstmal ein bisschen was einnehmen. Immer hier die ganze Stadt mit Strom versorgen können. Stromproblem. Erst einmal gelöst. So. Wir müssen natürlich hier noch einen Stadtteil draus machen. Das ist ganz klar. Neues Stadtgebiet. Das Eichenviertel. Das nenne ich aber gleich ganz anders. Eichenviertel klingt mir ein bisschen zu nobel. Das muss ich gleich mal umbenennen. Das gefällt mir ja gar nicht. Perlenplatz. Ach so, weil das jetzt ja aneinander liegt. Nee, das geht so nicht. Das ist, wenn dann, Pennerhausen. So. Pennerhausen, hier wo nur die letzten Assis. Das habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Oh Gott. Oh Gott, warum haben wir ein Wasserproblem? Was ist hier falsch? Wir haben nicht genug, es steht uns nicht genug Wasser zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen einen Wasserturm. Am besten in einem relativ gesunden Gebiet. Der soll hier ans Netz gehen und Feuer. Achso, da brauchen wir eine Rohrverbindung logischerweise. Den speisen wir gleich mal mit ein und steigt dadurch die Wasserverfügbarkeit, aber um einiges. Und schon ist unser Wasserproblem von dann. So. Was haben wir hier jetzt? Was sind das jetzt? Normalbetrieb, verfügbare Arbeitsstellen, 0. Alter, jetzt haben wir hier Abwasser. Ach du Scheiß, die Wand an. Guckt euch diese Seuche an. Das ist ja nur wirklich nicht mal schön. Guckt euch diese verpennerte Scheiße an. Hier ist wieder kein Strom mehr. Hier haben wir ein übelstes Abwasserproblem. Oh Gott. Moment. Die Abwasserklärung ist nicht gewährleistet. Wir brauchen mehr Ab... Wir müssen noch mehr reinpumpen. Wir machen mal hier noch einen Abfluss. Der geht jetzt hier einfach mit ans Netz. Wir verpesten so derartig die Umwelt. Ich hoffe jetzt, das Abwasserproblem klärt sich dadurch. Aber wir verpesten halt diese ganze schöne, dieses ganze schöne Meer wird einfach so verseucht. Aber na gut. So, nächste Problematik. Wieder mal Strom. Was ist denn los hier mit dem Strom? Ja, okay, hier liegt nichts an. Ach, Freunde, kümmert euch doch einfach mal selbst. So. Gut. Thema gegessen. Wieder ein Problem weniger. Schon wieder ein Stromausfall? Bla 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 bla. Das gibt's da nicht. Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn jetzt gerade hier für derartige Energieversorgungsprobleme? Das ist ja gar nicht schön. Da geht eben noch so ein Ding hier ans Netz. Zack. Jetzt sollte es doch eigentlich, hä? Jetzt sollte sie es doch, oder? Ja. Problem gelöst. Mal wieder, Freunde. Hier kommt ein Problem nach dem anderen jetzt auf uns zu. Jetzt wird ja langsam richtig Chaos draus.
Oh je, Freunde. So. Jetzt brauchen wir wieder Arbeitsplätze. Scheint mir so, als müssten wir wieder mal ein Erdball, ein global verseuchendes Industriegebiet bauen. Mal sehen, ob wir das machen. Machen wir das? Machen wir das nicht? Machen wir das? Ja, die müssten was machen. Was gibt's? Was sind das eigentlich? Ach, Bürogebiete. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Kommen dann später neue Gebiete dazu. Ab wie viel tausend? 6500. Dicht besiedelte Wohngebiete kommen dann auch bald dazu. Oh je, oh je, oh je. So, da wäre ich jetzt gleich mal, da wir hier eh gerade Verpestung ohne Ende veranstalten. Obwohl, nee, ich mache das mal anders. Wir bauen mal hier noch ein Industriegebiet hin. So, hier nicht so, hier so. So ein richtiges, ekliges, oh Gott, kein Geld mehr. Wir nehmen hier definitiv nicht genug ein. So. Und jetzt kann sich ja gerne neue Industrie besiedeln. Bisschen leid tut mir das jetzt für die Umwelt ja schon, aber ist okay. Zieh mal halt hier noch so einen Industrieklotz hoch. Warum nicht? Bringt Kohle, warum sollten wir es nicht tun? Och Mann. Ja, Industriezweig, du gehst ja gleich ans Netz. Ich vergesse das so jedes Mal, ne? Ich vergesse jedes Mal. Alter, schon wieder ein Was ist denn hier los? Achso, kein Strom am Ab. Oh, oh, jetzt haben wir ein Chaosproblem. Bup. Schnell mal pausieren. Strom? Das hat wirklich keinen Strom. Aber jetzt. Pump ab den Mist. So. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, jetzt artet das Ganze schon langsam in ein minimalistisches Chaos aus. Ich sehe nicht mehr wirklich durch. Es ist jetzt, es ist zwar alles hier, wenn man mir mal so guckt, ein gewisses System ist erkennbar, aber ja. So wirklich Durchsicht ist jetzt mittlerweile fehl am Platz. Das muss ich so ehrlich zugeben, wie es auch ist. Aber gut, so sind halt Großstädte. Ein wenig undurchsichtig. Guten Morgen, was für ein schöner Sonnenaufgang. Ich twittere immer dasselbe. Mein Name ist Tony Hancock. So. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 23 Minuten in der Folge. Ich wollte eigentlich heute noch die 6000... Oh, 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 was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Warum? Warum ziehen die Leute weg? Was haben sie denn für ein Problem? Die allgemeine Zufriedenheit ist doch okay. Warum ziehen jetzt Leute weg? Haben wir noch unzugewiesene Gebiete? Ja, hier ganz viele. Ich mache hier mal noch mehr Wohnfläche. Oh, das war jetzt Industriefläche. Das wollte ich nicht. Ich wollte Wohnfläche bauen. Wohnfläche, Wohnfläche, Wohnfläche. Machen wir jetzt hier alles Wohngebiet, scheißegal. Hier können wir auch mal Wohngebiet draus machen. Vielleicht ziehen die Leute weg, weil sie keinen Wohnplatz finden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil die dünn besiedelten Gebiete, die bringen ja jetzt nicht so viel. Wenn wir dann Hochhäuser und sowas bauen können, haben wir das weniger ein Problem. So. Wird die Zahl weniger? Ich hoffe es. Komm schon. Ja. Wir haben es aufgefangen. Wir haben es aufgefangen, oder? Nee, doch nicht. Ah, was ist denn los?
Die Leute ziehen weg. Das ist so schwul gerade. Aber jetzt. Oh, jetzt kommen sie wieder zurück. Jetzt kommen sie wieder zurück. Beine hat's gerichtet. Ja, Arbeitskräftemangel, aber volles Rohr. Ach, Gott sei Dank. Wir haben wieder ein Wachstum. Alter, diese Seuche hier, ne? Das ist so eklig einfach. Dann kriegen wir das Claire-Ding. 14.000 Einwohner, alter Schwede. Das ist hart. Wenn ich unsere Umweltbilanz mal so reinziehe, wo ist sie denn? Gesundheit geht. Wind. Verschmutzung. Dann haben wir hier die reinste Pest erzeugt. Aber gut. So ein Chaos. Alter Schwede, hier geht echt die Post ab. Ich will halt in dieser Folge noch die 6500 Einwohner erreichen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wir machen mal noch Folgendes. Ich will mal wissen, ob uns das hilft, wenn wir hier ein bisschen... Parks und Plätze... Was haben wir hier dabei? Ist nichts dabei. Parks und Plätze. Wenn wir hier ein bisschen was machen. Guck mal, was ist das? Ein botanischer Garten. Der botanische Garten ist eine schöne parkähnliche Anlage, in der sich die Leute entspannen können. Erhöht den Bodenrichtwert in seiner Nähe. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir haben ja hier die Bodenrichtwerte. Und da, wo es rot ist, sieht man, da lebt sich's nicht ganz so geil. Lass hier mal ein bisschen attraktiver machen. Oh. So, wenn wir jetzt hier mal starten. Zup. Oh, guckt euch das an. Guckt euch da an, wie attraktiv diese Wohnungen werden. Ich würde sagen, wir bauen noch mehr für einen Bodenrichtwert. Damit die Leute auch Bock haben, hier zu wohnen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. So. Was haben wir noch? Hier mal noch einen kleinen Park hin, hier so mitten rein. Zack. Das sind zwar ist erstmal ein Minus zu sehen, weil die Leute, die natürlich da gewohnt haben in dem Platz. Die müssen natürlich erstmal rausziehen durch die Bauarbeiten, aber dann sieht man, okay. Alter, jetzt ziehen die schon wieder weg. Ich kann kotzen. Ah, jetzt wieder bloß eine Schwankung hier drin. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben hier, was haben wir hier? Arbeitsplätzemangel. Strom. Okay, am Netz liegt alles. Aber wir haben öfter mal Stromausfälle. Wie wär's denn, wenn wir jetzt wirklich mal ein Kohlekraftwerk hinsetzen? Wir machen mal ein Kohlekraftwerk. Ich baue das jetzt einfach mal hier irgendwo hin. Muss an der Straße platziert sein. Okay. Dann machen wir hier mal eine Street. Zack. Bauen an diese Straße. Können wir uns wieder mal nicht leisten. Ein Kohlekraftwerk. Weil das erzeugt wie viel? Das erzeugt eigentlich relativ viel Strom, ne? 40 Megawatt. Dann bauen wir hier so ein Kohlekraftwerk hin. Zack! Ich brauche Geld! 1920. Ah, die sollen wir alle zusammen haben. So! Netz ausgeweitet. Da läuft's. Und hier haben wir jetzt wirklich... Was haben wir denn jetzt hier für ein Problem? Nicht genügend Arbeiter. Wieso? Will hier keiner arbeiten in einem neuen Industriegebiet? Das ist doch der ideale Arbeitsplatz für Jung und Alt. Klar, man holt sich wahrscheinlich die Pest in einer Kartonfabrik oder... In einer Kartonfabrik oder... In einer Eisholfabrik, aber trotzdem... Leute, arbeitet doch hier. Ups.
Wollen sie nicht. Wollen sie nicht? Sind sie zu verhätschelt, hier im Industriegebiet zu arbeiten? Okay. Dann lasst es eben. Das Gewerbegebiet hin, damit der Bedarf ein bisschen sinkt. So, wo haben wir hier noch? Wir haben kaum noch Fläche, ne? Dann müssten wir erst wieder neue Straßen bauen. Das Pennerhausen läuft auch nicht so gut. Will kaum jemand wohnen. Aber wir haben jetzt langsam einen Zuwachs an Bevölkerung. Alter, was geht denn jetzt? Okay, das ist hart. Also das hier müssen wir irgendwie anders lösen. Das geht gar nicht. Hier ist ein übelster Verkehrsstau. Hier fahren die Leute rein, da fahren die Leute raus. Okay, ist der zweispurig, der große? Ach, das haut da so gar nicht hin. So habe ich das überhaupt nicht gedacht. Egal. Dann müssen wir eben... Ah, was macht man jetzt? Das ist jetzt blöd, weil hier haben wir jetzt Scheiße gebaut. Hier läuft so gar nichts mehr. Weil gerade die Hauptstraße, die eben mal befahren ist, wird jetzt hier mit einer Kreuzung. Das ist eigentlich völliger Rotz. Das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich könnte wetten, die Leute kommen nicht mal auf Arbeit. Oh Gott. Aber gut, was soll ich meckern? Wir sind in den grünen Zahlen. Es wird schon irgendwie laufen. Ne? Das Industriegebiet hier, na gut, das läuft eben nicht so. Aber okay. Der letzte Tweet. Macht für das Volk. Wie schwer kann es denn sein, ein funktionierendes Stromnetz aufzubauen? Ey, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Wir haben genug Strom. Alles cool. So. Das hier nervt mich jetzt. Das mit dem Verkehr hier nervt mich. Ah, da habe ich Scheiße gebaut. Da habe ich richtig, richtig Blödsinn gemacht. Wir können ja hier noch einen Abzweig dran bauen. Und ja. Das wird zwar nichts bringen, oder? Weil von hier keine Leute hier rein wollen, wahrscheinlich. Okay, Freunde, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Ich glaube, man merkt mir das leicht an. Aber wir haben bald die 6500. Da wollte ich als nächstes noch ein Klärwerk bauen, wenn ich es mir leisten kann. Das sollte ich mir ja leisten können. Und wenn wir das dann haben, ne? Wenn wir das dann haben... Wie sieht denn eigentlich... Die allgemeine Zufriedenheit ist gut. Wie sieht denn die Bildung aus? Bildung. Ist hier so gar nicht in Pennerhausen. Gibt es überhaupt keine Bildung? Alle blöd wie Sau. Wir haben sie fast, die 6500, sehr schön. Da können wir hier echt mal diese Seuche wegklären. Das ist mir bisher eigentlich so ein bisschen das Wichtigste. Dass wir nicht mehr so krass die Umwelt verpesten, weil das ist wirklich auf Dauer, denke ich mal, richtig schädigend. Alter, dieses Chaos, ne, guckt euch das einfach mal an. Hier sieht doch kein Mensch mehr durch in dieser Stadt. In dieser Stadt des Grauens. Ich freue mich wirklich über die Reise. Ein privat finanziertes Raumschiff fliegt von der Erde zum Mond. Neues Gebäude. Polizeihauptquartier. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber okay. Wenn es denn erwünscht ist, machen wir noch Polizeihauptrevier. Das reicht sogar bis Pennerhausen, die Zufriedenheit darüber.
Und jetzt ist es bald soweit, Freunde. Ein neuer Meilenstein in 3, 2, 1. Große Kleinstadt. Wir können neue Gebiete freischalten, neue Steuerrichtlinien festlegen. Oh Gott, damit muss ich mich eigentlich auch noch befassen. Neue Dienstleistungen, einzigartige Gebäude, U-Bahn, neues Bildungssystem, neue Zonen, neue Gebäude, alles neu. Oh, Freunde, was können wir jetzt alles anstellen? Das Erste, was ich aber wirklich mal baue, ne? Das Erste, was ich wirklich mal baue, ist Folgendes. Ach, das Klärwerk kann ich ja noch gar nicht aufbauen. Oh Gott. Stimmt, wir können aber eine Müllverbrennungsanlage bauen. Die baue ich gerne direkt neben die Mülldeponien, damit hier ein bisschen was verbrannt wird. Funktioniert das? Ja, jetzt wird hier beladen, okay. Und es läuft. Alles im Normalbetrieb. Jetzt kann man langsam ein bisschen den Müllherr werden. Die herrscht immer noch Mitarbeitermangel. Alter Schwede. Oh, wir brauchen neue Siedlungsgebiete. Guckt euch den Bedarf an. Guckt euch den Bedarf an. An neuen Siedlungen. Jetzt könnten wir auch ein dicht besiedeltes Gebiet mal bauen, ne? Das werden wir auch gleich mal machen. Und zwar ziemlich genau an dieser Straße. Werde ich mal dicht besiedeltes bauen. Zack. Und hier ziehen sich direkt Gebäude hoch. Das ist ja geil. Das ist ja krank. Da schrumpft gleich der Bedarf auf ein Minimum. Okay. Ich glaube, wir sollten so weitermachen. Es scheint wirklich, guckt euch mal diesen Bevölkerungszuwachs an. Alter, jede Woche plus 240, plus... Das ist ja der Wahnsinn. Haben Sie bemerkt, dass Sie jetzt dicht besiedeltes Gewerbegebiet nutzen können? Das habe ich bereits bemerkt. Oh Gott, Alter. Wir haben langsam ein bisschen Stromschwankungen hier. Bürogebiete, stimmt, das können wir jetzt auch abgrenzen. Alter Schwede. Alter Schwede. Bürogebiete. Da machen wir mal eins. Oh Gott, Wasser. Ey, ganz ehrlich. Das ist langsam ein bisschen anstrengend, das Spiel hier. So, und jetzt wollt ihr eigentlich mal ein Bürogebiet bauen. Bupp, Bürogebiet. Mal sehen, ob sich irgendwann mal Büros bilden. Es sieht ganz so aus. Reiseagentur Lachgesicht. Alles klar. Okay. Unterbrochene Stromnetze. Ja, stimmt, hier ist was unterbrochen. Das wird aber mittlerweile versorgt. Alles gut. Freunde, wir haben heute viel, wir haben heute sehr viel geschafft. Wir liegen in den grünen Zahlen. Es sieht alles gut aus. Ich weiß nicht, ob die Folge einigermaßen unterhaltsam war. Ich muss mich wirklich immer mehr konzentrieren auf dieses Spiel. Und muss immer wieder mal checken, wie es so aussieht. Aber es sieht so im Großen und Ganzen für unsere erste Stadt, gut, Wasserversorgung und Stromversorgung, das irgendwie werden wir hier gerade leer gezutscht. Oh, die Wasserverfügbarkeit, die reicht immer noch nicht aus. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Da bauen wir halt noch einen Turm. Alter Schwede. Da bauen wir halt hier noch einen Turm hin. Setzen den ans Netz. Die Bürogebäude brauchen noch Wasser.
Und das Ding war noch Strom. So. Jetzt muss doch auch mal Schluss sein. Mit eurem Rumgejammer hier. So. Das wurde gar nicht versorgt hier so richtig. Was? Jetzt schon kleine Stadt? Ach du Kacke, jetzt haben wir... Oh je. Jetzt haben wir noch viel mehr Gebäude freigeschalten. Jetzt wächst unsere Stadt doch schon ein bisschen schnell. Oh, was haben wir hier? Shoppingstatue. Was ist das denn? Ja. Bisschen sinnlos platziert, aber ach, ich glaube, das ist egal. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Oh, hier ist Bildung ganz große Mangelware. Da machen wir da mal eine Uni hin. Obwohl. Grundschule. Grundschule, gleich noch eine Oberschule und noch eine Uni. Das sollte doch genügen. Es genügt nicht. Unser Bildungssystem ist gerade in den Gebieten hier. Hä? Ohne Witz. Bildung ist zu wenig. Ah, nee, Grundbildung ist da. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Krasse Scheiße. Wie viel soll ich denn von dem ganzen Mist bauen, damit die Leute irgendwann mal zufrieden werden? Das ist ja unnormal. So, Freunde, gut. Die Folge geht schon viel zu lange. Ich wollte euch gar nicht so lange zocken heute, Cities. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Unsere Stadt versinkt, naja, nahezu in einem unkontrollierbaren Chaos. Aber ich denke mal, das ist normal für unsere erste Stadt. Vielleicht fangen wir irgendwann mal... Alter, die Stromversorgung schwankt so derartig, ne? Die schwankt so rum. Aber egal. Wir speichern hier einfach mal das Spiel. Zack. Fupp. Gespeichert und ich würde mich von dieser Folge hier verabschieden wollen, Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich weiß, die Folge war vielleicht ein bisschen blöd. Ich habe ein bisschen viel dasselbe gelabert oder ach gar nichts gelabert. Ich weiß es ehrlich gesagt immer nicht so wirklich danach, wie ich überhaupt kommentiert habe. Ich hoffe, es ist einigermaßen okay und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war Folge 4 mit City Skylines. Wir haben immer noch Freude an dem Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.